Wer ist der mächtigste Krieger, der jemals in ein Fantasy-Universum aufgetaucht ist? Wer diese Frage interessiert, sollte jetzt dranbleiben. Herzlich willkommen zu Mythcritic. Es ist ja schon ein wenig traurig oder ich möchte fast sagen beschämend für die Fantasy, dass die mächtigsten Krieger aus allen Universen überhaupt eben nicht in mythologischen Welten, sondern wirklich aus unserer kommen. Also an Chuck Norris und Bud Spencer wird halt nie jemand herankommen. Aber die beiden laufen jetzt sozusagen mal außer Konkurrenz und wir wollen mal uns anschauen, wie es da in anderen Welten so ausschaut. Die Liste geht wie immer von unten nach oben. Also ich fange unten an und ranke nach eigentlich, ja, man kann sagen, nach zwei Kriterien. Einmal nach der Badassery des jeweiligen Kriegers, also sprich, wie viel Wumms hat der, wie viel Raw Power, Kampfgeschick etc. bringt er mit und dann natürlich aber auch, wie gut wird uns die Figur in den jeweiligen Büchern vorgestellt, wie wird ihre Persönlichkeit gezeichnet, sind sie als Figuren glaubwürdig etc. Eine Einschränkung, die ich mache, ist, ich nehme aus jedem Universum nur eine Figur. Ja, also gerade bei Joe Abercrombie oder bei Steven Erikson, da könnte man natürlich viele Figuren anführen, aber da beschränke ich mich einfach, um die Liste etwas bunter zu halten. Mythcritic ist ab sofort auch auf Patreon. Da bekommt ihr dann Zugang zu einer High Fantasy Romanze, an der ich gerade schreibe und wo es wöchentlich neue Installments gibt, könnt ihr bei einer Study Group mitmachen, die sich zweimal im Monat über Zoom trifft und wo wir die großen Klassiker der Fantasy zusammenlesen. Wenn euch das interessiert, ja, wenn ihr ein bisschen tiefer einsteigen wollt und den Kanal vielleicht auch ein bisschen unterstützen wollt, dann schaut gerne auf Patreon vorbei. Ich würde mich freuen. Auf Platz 10. Ja, den teilen sich zwei Figuren. Das ist jetzt auch mehr so ein Honorable Mention. Die sind bei Licht betrachtet, glaube ich, keine besonders gut geschriebenen Figuren. Das sind zwei aus dem D&D-Universum. Das ist einmal Drizzt do'Urden aus den Forgotten Realms und Kit'Yara Uthmatar aus den Drachenlanzenbüchern. Sie sind beide so ein bisschen YA Wish Fulfillment Fantasien, würde ich sagen. Drizzt noch mal deutlich mehr als Kit'Yara. Er ist ein fantastischer, legendärer Kämpfer, ja, ein Dunkelelf, der allein in seiner ganzen Rasse das Herz irgendwie am rechten Fleck hat. Er sieht gut aus, er ist ein Loner, der aber als Sidekick diesen tollen magischen Panther hat. Also ich bin bereit, jede Wette einzugehen, dass fast jeder D&D-Spieler irgendwann zwischen 13 und 16 Jahren mal einen Dunkelelfen Charakter gespielt hat, der irgendeine Variante von Drizzt do'Urden war. In Sachen Raw Power ist er wahrscheinlich stärker als Kit'Yara, also beziehungsweise technisch besser im Kämpfen. Also er wird er als der komplette Über-Wiz beschrieben. Er hat zwei Krummsäbel, mit denen er kämpft. Es gibt ja nur diesen einen menschlichen Assassinen, der ihm irgendwie so ein bisschen das Wasser reichen kann. Die stehen deshalb für mich auf einer Stufe, so quasi, weil Kit'Yara ist, nachdem, wie sie geschildert wird, zwar vielleicht nicht so eine gute Kämpferin, aber sie ist unter diesen relativ cardboard-artigen Figuren im Dragonlance-Universum sicher noch eine der differenziertesten. Entscheidet sich also sehr klar mit allen Konsequenzen für ihren Weg als Feldherrin der dunklen Göttin Tarkisis, verbündet sich mit diesem untoten Krieger Lord Soth und behält aber immer auch irgendwie eine menschliche Seite und wird jetzt nie komplett zu so einem Schnurrbart zwirbelnden, bei ihr als Frau wäre das auch ein bisschen komisch, ich weiß nicht, was weibliche Bösewichte zwirbeln, locken oder whatever. Von daher, ich finde sie als Figur etwas interessanter und differenzierter als Drizzt und drum sind die beiden, also die müssen sich Platz 10 teilen. Platz 9. Raoul vom Stamm der Silent Paws in der Cinderspires-Reihe von Jim Butcher. Raoul ist die perfekte Umsetzung dessen, finde ich, was passieren würde, wenn eine Katze tatsächlich sprechen könnte. Einerseits ist er tatsächlich ein furchtloser Krieger, ja, also die Katzen dort sind deutlich größer als jetzt in unserer Welt und haben auch so Metallsporen, die sie sich irgendwie so an die Pfoten binden lassen können und er ist aber auch gleichzeitig also wunderbar loyal und fürsorglich gegenüber seiner menschlichen Schutzbefohlenen Bridget. Die behandelt er halt wie so ein leicht zurückgebliebenes Katzenjunges, das er aber trotzdem über alles liebt und natürlich ist er aber auch wie jede Katze total arrogant und größenwahnsinnig. Also Bridget fragt ihn dann mal in einer Stelle: Wir sind doch im Krieg, steht das Leben vieler tausender Menschen
vielleicht nicht über deinem Stolz, und er schaut sie also völlig fassungslos an und meint so, ich kann dir nicht folgen, ich verstehe nicht, was du meinst. Ganz, ganz großartig geschildert, einfach wie Jim Butcher als Mensch die Psyche von der Katze so quasi rekonstruiert hat und sie in diesem Prinzen des Silent Paw Stamms dargestellt hat. Platz 8. Brandock Daha aus dem Warm Ouroboros von E.R. Addison. Ja, das ist ja ein ganzes Buch voll titanischer, überlebensgroßer Heldenfiguren. Es ist da wirklich nicht ganz leicht, sich zu entscheiden, welche von denen man überhaupt nehmen und auf diese Liste setzen soll. Aber ich mochte Brandock Daha am liebsten, weil er nicht so bierernst ist wie die anderen Figuren. Er ist auch ein brillanter Kämpfer und Stratege. Es wird gesagt, dass er, als er erst 18 war, einen König von Witchland, also diesen Erzfeinden da von Demonland, um das es da geht, eben erschlagen hat. Er legt da mal einen gewagten Nachtmarsch mit seiner Armee hin, um eine Schlacht für die Helden zu entscheiden, als er da zu unerwarteter Stunde dann dem Feind in den Rücken fällt. Aber er hat eben auch wunderbar menschliche Züge, oder man könnte fast sagen katzenhafte Züge. Es gibt so eine wunderbare Szene, wo der Lord Juss so nachts so eine Art Erleuchtungstraum hat, wo er checkt, wo sein Freund hin entführt worden ist und warum sie den zurückholen müssen etc. Und er läuft dann also völlig aufgeregt zu Brandock in dem sein Schlafzimmer und weckt ihn auf, und der Typ schmeißt ihn einfach wieder raus und sagt, wir waren jetzt so lange im Feld und ich konnte nie richtig ausschlafen, deinen blöden Traum, den kannst du mir auch in 2 Stunden noch erzählen, jetzt lass mich in Ruhe. Ich glaube, ich würde genau so reagieren, wenn man mich zu früh aufwecken würde. Also dumm fand ich das besonders sympathisch. Und ich mag auch die Figur mit ihrem satyrhaften Erscheinungsbild und dieser gewitzten, humorvollen Art von allen wirklich im Warm Ouroboros am allerliebsten. Platz 7. Olenius Pius aus dem 40k, also Warhammer 40k bzw. 30k Universum, also aus der Horus-Heresie. Es gibt ja so diesen Fragebogen von Marcel Proust, glaube ich, wo man sich so ein bisschen als Intellektueller stilisieren kann, ja, je nach den Antworten, die man sich da raussucht. Und eine dieser Fragen in diesem Fragebogen ist eben, welche militärische Leistung in der Menschheitsgeschichte bewundern Sie am meisten? Und ich habe mir immer gedacht, die einzige Antwort, die man da geben kann, ist die Tat des unbekannten Soldaten. Weil wir wissen ja nicht, welche Heldentaten passiert sind im Krieg. Es geht ja da so viel im Fog of War verloren, ja, und die Geschichte wird ja immer, wie wir wissen, von den Siegern geschrieben. Also es mag ja ganz viele große Heldentaten geben, die unbesungen geblieben sind. Olenius ist die Verkörperung, der Archetyp des unbekannten Soldaten, ja, der unbekannte Trooper, der in irgendeinem Schützengraben, auf irgendeinem Schlachtfeld, mitten im Nirgendwo, in der Galaxie voller Transhumans, Halbgötter und Dämonen und Monster irgendwie da seinen Mann steht. Wie so eine Art platonischer Idee von diesem einfachen Trooper, könnte man sagen. Er ist natürlich in der Story, er ist ein sogenannter Perpetual, sprich er ist ein Unsterblicher. Er ist, glaube ich, zum Zeitpunkt der Handlung irgendwie 45.000 Jahre alt oder sowas. Aber ja, das ist halt ein Plot-Device, das es braucht, damit diese Figur überhaupt möglich ist. Ja, es ist zugegebenermaßen ein bisschen paradox, weil die platonische Idee des unbekannten Soldaten, die ist natürlich wieder mehr als ein einzelner unbekannter Soldat. Es kam ja neulich mal so ein Video irgendwie raus, wo so über den Imperial Guardsman gesagt wurde, so quasi, he has held the line for 10.000 years. Und dass es gerade er, dieser unbekannte Trooper ist, der am Ende den Imperator rettet und nicht ein Custodes oder ein Primarch oder sowas, das finde ich ein sehr, sehr passendes Denkmal in diesem ja ultra brutalen Universum von 40k, wo ja das einzelne Menschenleben so wirklich gar nichts zählt und gerade die einfachen Guardsmen, die imperialen Soldaten, wirklich nur so Kanonenfutter sind, das halt so lange auf ein Problem geworfen wird, bis das Problem weggeht. Da finde ich es eben so toll, dass die Autoren irgendwie, obwohl Warhammer natürlich größtenteils irgendwie Pulp-Literatur ist, aber dass sie den Weitblick hatten, so quasi dann doch diesem unbekannten Soldaten so viel Respekt zu erweisen. Platz 6. Barristan Selmy aus A Song of Ice and Fire von George R. R. Martin, oder also für die jetzt nur die Serie kennen, Game of Thrones. Es ist eigentlich ein ganz ähnlicher Fall wie gerade, wie bei Olenius, dass wir halt
es nur nicht mit einem einfachen Soldaten zu tun haben, sondern mit einem Menschen einfach auf der Ebene des Rittertums. Ja, er ist ein gewöhnlicher Sterblicher, er hat keine Superkräfte oder sowas, aber er arbeitet halt ganz entschieden für seine Pflichterfüllung und hat die für ihn entscheidenden Fähigkeiten halt bis ins Letzte geschult und vervollkommnet. Ja, also Jamie Lannister sagt mal an einer Stelle, finde ich sehr cool über ihn, he was like a painter who only used the color red, also weil die Bewegungen und so, die er gemacht hat in der Schlacht, eben so vollendet waren, dass sie eigentlich mehr waren als reines Kämpfen. Ansonsten ist Barristan einfach so ein Soldat, der seine Pflicht tut. So wie in Warhammer die Custodes, also die Wachen des Imperators, so auf die Astartes, also auf die Space Marines eigentlich, und auf ihr Ego und dieses ganze Blustering und den Konkurrenzkampf zwischen den Legionen so ein bisschen herabschauen, haben wir es auch hier mit einem Custodes, also mit einem Wächter, er ist ja der Anführer der Kingsguard zu Beginn der Bücher, zu tun, der einfach seine Pflicht und seine Treue über alles stellt. Als das neue Regime kommt, als der Joffrey-König wird und er abgesetzt werden soll, da kippt es dann bei ihm und er wirft dem König so sein Schwert vor die Füße und sagt, ich bin Kingsguard, also die Kingsguard, die Position gilt fürs ganze Leben, du kannst mich eigentlich gar nicht absetzen, aber dadurch, dass du so quasi jetzt diese ultimative Treuebeziehung zwischen uns, die wir unser ganzes Leben für das Königtum geben, dadurch, dass du sie gebrochen hast, werfe ich dir jetzt auch so quasi hier mein Schwert vor die Füße und breche mit dir. Der König hat sein ganzes Seinsfundament durch diesen Verrat in Anführungszeichen halt hinfällig gemacht und ich finde es so stark, dass genau das dann das ist, wo es dann für ihn kippt und er sagt, okay, dann rutsch mir einen Buckel runter und ich bin raus aus der Sache. Platz 5. Conan der Barbar. Also ich habe ja über Robert E. Howard und Conan schon mal ein eigenes Video gemacht, das verlinke ich auch euch nochmal unten. Conan ist wirklich die ultimative Verkörperung für mich des ewigen Stehaufmännchens. Er ist so eine Naturgewalt, die allen Widrigkeiten, die er erlebt, zum Trotz immer wieder von vorne anfängt, egal wie viele Rückschläge er leidet, und der eigentlich den Existenzkampf als solchen genießt fast, kann man sagen, weil er das Kämpfen halt so liebt. Die Conan-Geschichten, die variieren sehr stark in der Qualität. Ja? Also manche sind wirklich Schundliteratur, einfach Pulp, aber es gibt ein paar, die sind wirklich Literatur, ja, also The Hour of the Dragon, The Tower of the Elephant, meine Lieblingsgeschichte Beyond the Black River, was so eine ganz verrückte Mischung zwischen einer Sword and Sorcery-Geschichte und einem Western ist, also von den Motiven her, mit denen gespielt wird. Das sind wirklich Highlights. Man könnte, glaube ich, sagen, dass Conan so eine spezifisch amerikanische Fantasy-Figur ist, ja, also ich denke, man kann sagen, Robert E. Howard hat so ein bisschen die Tradition der amerikanischen Fantasy auch mit Conan begründet, weil er eben nicht jetzt ein edler Krieger aus einer Adelstradition ist, irgendwie mit Ritterschlag und Kodex, sondern er ist ein Barbar, der aus der Wildnis kommt. Er ist die ultimative Verkörperung dieser großen Anfrage von Robert E. Howard an die Zivilisation. Ja, also es gab ja einen ganz ausführlichen Briefwechsel zwischen Robert E. Howard und Lovecraft, und dieser Briefwechsel hat sich größtenteils um die Frage gedreht, Zivilisation versus Barbarei. Lovecraft als der große Champion der Zivilisation, der sagt, wir können nur in der Zivilisation ja unsere künstlerischen, kreativen Fähigkeiten voll entfalten, und Howard, der sagt, nein, die Zivilisation, die schränkt uns eigentlich in unserer Entfaltung ein, die legt uns Fesseln auf und sie ist ein Projekt, das letzten Endes zum Scheitern verurteilt ist. Laut Howard ist Conan ein Amalgam so quasi aus jedem Strongman und Schläger etc., den er so in den Boomtowns in Texas, in denen er gelebt hat, den er da erlebt hat. Er hat jetzt zum Beispiel eine ganz andere Art von Kraft und von Würde, aber er hat Kraft und Würde, anders als jetzt beispielsweise die Figuren der Artus-Sage oder sowas. Und trotzdem finde ich es so faszinierend, dass er auf seine Art den Vergleich mit denen nicht zu scheuen braucht. Eine sehr spannende Weiterführung des Conan-Topos findet sich in einer der Atrocity-Tales von Scott Baker, The Knife of Many Hands. Also wer die Earwa-Bücher von Scott Baker mochte und wer Conan-Fan ist,
der sollte mal diese Geschichte lesen, weil die nimmt diesen Conan-Topos wunderbar auf und transponiert sie in die Welt von Baker. Platz 4. Und damit bleiben wir gleich bei Baker, nämlich wir reden über Knajur Urs Skiörtha. Das ist wieder so eine Naturgewalt wie Conan, aber eine in sich gebrochene Naturgewalt. Auch Knajur kommt aus einem Barbarenvolk, ja, also das an die Mongolen angelehnt ist. Er ist ein brillanter Stratege, ein fast unbesiegbarer Kämpfer mit dem Spitznamen Breaker of Horses and Men. Die Homophobie seines Volkes, die ist wohl eher nur so eine Art Aufhänger. Ja? Also sie unterstellen ihm, dass eine Beziehung zu dem Sklaven/Mönch, der ihn da geprägt hat, hatte. Wobei eben gar nicht wirklich klar ist, ob das wirklich eine homosexuelle Verbindung war oder mehr so ein pervertiertes, sokratisches Verhältnis. Und also sie müssen dem Kind so quasi oder dieser Ablehnung einen Namen geben, die sie halt verstehen können. Und es ist auch faszinierend, wie der frühe Kontakt mit dieser Manipulation durch die Dunyain-Mönche dann verwendet wird, um Knajur im Verlauf der Handlung der Bücher dann gegen die Manipulationsversuche von Kellos, dem Sohn dieses Mönches, der ihn da als Jugendlicher manipuliert hat, zu immunisieren. Und das Ganze bringt ihn dann full circle dahin, dass er genau deswegen seine Rache an Moengus, also an diesem Mönch, der ihn da so geprägt hat, vollziehen kann und was ihm aber dann trotzdem keinen Frieden bringt. Bei den letzten drei Plätzen tut es mir jetzt fast leid, dass ich nicht alle auf Platz 1 setzen kann. Platz 3 ist für mich Logan Ninefingers aus der First Law-Reihe von Joe Abercrombie. Logan ist wie so eine Art Mischung aus Conan und Knajur, könnte man sagen. Er ist ein Barbar, er ist Wildnis durch und durch, aber er versucht sich irgendwie davon frei zu ringen, ja, von diesem Klammergriff, den die Wildnis um ihn hat, weil er weiß, wie viel Leid er bringt, wenn er diesem Ruf in sich einfach komplett nachgibt. Und das lässt ihn zwar zu was Übermenschlichem werden, wenn er das tut, aber eben auch zu was sehr Unmenschlichem. Und diese Unsicherheit und die Zögerlichkeit und die Bedachtheit, aber auch der bisschen schelmische Humor, den er auch manchmal hat, mit dem er diesen wilden Aspekt seiner Persönlichkeit im Alltag zu kontern versucht, das ist wirklich tragisch, schmerzhaft und irgendwie beeindruckend zugleich zu sehen, wenn man dann erlebt, was dann wirklich tief in ihm steckt und wie dann dieser Switch kommt so quasi und dieses Monster in ihm rauskommt. Ich finde es auch eine wunderbare Wendung, dass er dann in einem späteren Band versucht, das alles hinter sich zu lassen und dann irgendwie Bauer zu werden, wo er dann den Spitznamen Lamb hat, also Lamm, weil er so sanft und so friedlich ist, dass er dann diese Ruhe, die er dort findet, auch wieder freiwillig aufgibt, als seine Adoptivkinder entführt werden. Und er dann eben sagt, okay, jetzt muss ich dieses Monster nochmal freilassen, um sie zurückzuholen. Eine zweite Figur aus derselben Welt, wo ich sagen muss, ich kann mich hier auch nicht entscheiden, welche der beiden ich großartiger finde, ist Bremer Dan Gorst. Das ist so quasi das Gegenstück zu Logan. Er ist so der wissenschaftliche Schwertkämpfer, der irgendwie den die Zivilisation hervorgebracht hat, der jeden Traktat übers Fechten, der je geschrieben wurde, studiert hat und der aber gleichzeitig unfähig ist, in der Zivilisation zu leben, der im zivilen Leben nichts zustande bringt und auch als da total lächerliche Figur geschildert wird. Er wird geschildert, obwohl er also so ein Hulk von Typ ist, dass er so eine hohe Fistelstimme hat. Er ist ja nicht wirklich impotent, aber also so quasi fast. Er kriegt es mit den Frauen nicht hin und er würde nichts lieber tun, als einfach nur auf einem Schlachtfeld zu existieren, sagt er dann mal. Also sagt er zu einer Frau, einer Jugendliebe von ihm, ja, so quasi, hier bin ich ein Gott auf dem Schlachtfeld. Und ich habe eigentlich kaum jemals bessere Kriegerfiguren in ihrer ganzen Größe und Tragik gelesen als diese beiden. Ja, das sieht man ja auch zum Beispiel immer wieder bei Größen, also Soldaten kenne ich jetzt nicht so viel, aber bei Größen jetzt aus dem Kampfsport, so Leute wie John Jones oder Conor McGregor, die halt wirklich im Octagon Unglaubliches leisten können, aber die halt im normalen bürgerlichen Leben halt an unserer Welt mit ihren Regeln und so komplett scheitern und einfach nur einen Skandal nach dem anderen verursachen, ja, und dass es einfach so Leute gibt, die
ja, die einfach da so ein bisschen anders verdrahtet sind. Das finde ich, hat Abercrombie super erkannt und in diesen Figuren wunderbar dargestellt. Platz 2. Fingolfin aus dem Silmarillion von Tolkien. Was soll man da groß sagen? Es ist wahrscheinlich eine der monumentalsten Szenen in der gesamten Fantasy-Literatur. Fuck it, in der ganzen Literatur überhaupt. Als der Hochkönig der Noldor nach der großen Niederlage seines Volkes nach Angband reitet und halt einfach mal einen Gott zum Zweikampf fordert. Ich habe über die Szene ja schon in meinem Video über die Zweikämpfe ausführlich gesprochen, daher will ich sie jetzt hier der Vollständigkeit halber eigentlich nur kurz erwähnen, weil, also ich habe meinen früheren Ausführungen da jetzt nicht wirklich was hinzuzufügen. Ich verlinke euch das entsprechende Video auch unten nochmal. Hier ist er nur auf Platz 2, weil er halt als Figur etwas blass bleibt. Das ist im Silmarillion The Nature of the Beast, sagen wir mal, ja, also, weil er ist ja eine Figur in einer archaischen Sage oder einem Buch, das eine archaische Sage zu replizieren versucht. Wenn man jetzt die Argonautensage liest, erfährt man jetzt auch nicht viel über Jason als Person. Das ist bei so einem mythologischen Projekt halt in der Natur der Sache. Und das ist aber auch der einzige Grund, warum er für mich nicht auf Platz 1 landet. Auf Platz 1 ist für mich Carsa Orlong aus dem Melisandre Book of the Fallen. The Toblakai, wie sie ihn nennen. Also Toblakai ist sein Volksstamm und er wird dann einfach nur noch The Toblakai genannt. Er ist so eine Art Halbriese, bricht erst als Jugendlicher in kompletten Ungestüm von seinem Volk auf, um so einen Raid auf die Children zu machen, wie sie die normalen Menschen nennen. Scheitert da aber, also verliert dabei auch seine beiden Freunde. Durch Versklavung und Flucht reift er dann zu einem ernstzunehmenden, aber völlig unaufhaltsamen Krieger heran. Ja, er ist immun gegen Magie, er hat dann die Geister seiner Freunde in so einem Steinschwert, das er sich dann macht. Es gibt so einen Halbgott in der Welt, der so ganze Zivilisationen ausgelöscht hat. Ikarium, den knockt er dann einfach mal so aus mit einem Faustschlag. Also ich bin mir sicher, dass Carsa von Robert E. Howard inspiriert ist. Ja, also er sagt am Ende der Reihe auch, er hat jetzt die Zivilisation gesehen und gewogen und für zu leicht befunden. Und die Zivilisation gehört vernichtet. Und man ist nach all seinen Taten auch bereit, ihm zu glauben, dass er das schaffen wird. Ja, es ist so geil in diesen Büchern, weil jedes Mal wieder, wenn er sich so eine absurde Großtat vornimmt, denkst du dir so, ja, das muss schief gehen. Diesmal muss er auf die Nase fallen. Und jedes Mal wieder sagt er halt dann, bevor er es dann macht, so, hold my beer, beziehungsweise er sagt dann in den Büchern immer, also er hat so eine Freundin, mit der er rumreist, und dann sagt er zu ihr immer so, witness. Und setzt es dann genauso um, wie er es irgendwie sich vorgesetzt hat. Oder schafft es dann sogar, den unsterblichen Champion von so einem Gott mit einer Mischung aus Kampfgeschick und guter Planung zu besiegen. Es soll ja noch eine eigene Trilogie nur über Carsa dann geben. Und ich bin absolut hyped auf sie. Also ich liebe diese Figur so sehr, so absurd sie auch ist. Also er ist für mich wirklich ganz, ganz oben auf dieser Liste von Titanen. Ja, wie geht's euch da? Habe ich wen vergessen? Ist irgendjemand zu Unrecht auf der Liste? Hättet ihr anders gerankt? Ich bin neugierig, sagt's mir gerne in den Kommentaren. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Wenn ihr dem Kanal nicht schon folgt, dann tut es gern für mehr dieser Art. Ceterum censeo, Haraldum figulum esse delendum. Bis zum nächsten Mal.